Scarecrows Leute haben immer noch eine Geisel bei der Antenne. Ich sollte zurückgehen, bevor sie etwas tun, was sie bereuen würden. So, Leute, herzlich willkommen hier bei Batman Arkham Asylum. Und, Oh, shit. Okay, was wollt ihr von mir, verdammt? So, gut, haben wir das erledigt, Batman? Genau, also, willkommen hier bei Batman Arkham Asylum, Arkham Knight. Ich habe schon Arkham ein paar Asylum. Gefängnisaufstände erlebt, aber das hier ist Persie. Viel besser. Und jetzt ist mein Ziel, keine Ahnung. Eben, ja, gut. So. Ja, ich weiß, aber wo? Hier oben? Scarecrows Leute haben immer noch eine Geisel bei der Antenne. Ich sollte zurückgehen, bevor sie etwas tun, was sie bereuen würden. Gut, dann mache ich das. Drei Schützen, eine Geisel. Ein guter Praxistest für den Anzug. Der neue Anzug ist schneller und beweglicher. Oh shit! So, haben wir das erledigt? Hilf mir! Ich helfe dir. Kurzen Moment. Ich muss der Geisel helfen, bevor ich die Antenne aktiviere. Okay, wenn das so sein soll, dann soll es Mann, so sein. Mann, ich hab ja gehört, dass du schnell bist, aber drei bewaffnete Kerle so schnell auszuschalten. Unglaublich. Sie sind jetzt sicher. Ich schicke jemanden, der sie abholt. Danke. Sag mir, dass du Scarecrow finden wirst. Der Mistkerl muss aufgehalten werden. Versprochen. Mein Kumpel, das werden wir. So, jetzt haben wir diese Antenne hier auch. Oracle. Der Sender ist an der Mikrowellenantenne befestigt. Perfekt. Ich habe das GCPD anonym verständigt. Sie schicken jemanden, um die Geisel abzuholen. Komm schon, verbinde dich. Super Anzug übrigens. Danke. Okay, beide Antennen sind online. Finden wir Scarecrow. So. Ich muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Wenn ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Okay, muss ich jetzt... Okay. Die Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. Jim, ich habe das Angsttoxin zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unmöglich. Ich hatte seit Beginn der Evakuierung ein Team dort stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. So.
Nicht so lange. Okay, ich dachte, er kommt im Laden, aber nein, geht nicht. Ja. So. Oh, alles kaputt. Oh. So, also Scarecrow ist anscheinend in diesem Steg. Dass er diese scheiß Angstgifte hier herstellt, um ganz Gottchen unter seine Macht zu bringen. Ja, das hat er auch schon zur Hälfte geschafft. So. Auto, Mama mia. Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Was ist denn das jetzt? Ist das Trump oder wie ist das? Hier, das Wasser. Kommt schon, Bewegung! Die Deckung! Aber Batman. Zeit zu sterben, alter Mann. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Gut, ist das jetzt ein Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus. Nach oben, oder? So, ich muss die Mitarbeiter befreien, um Informationen zu bekommen. Wie habe ich das jetzt verstanden? Oracle, wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt. Einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Pack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Das sieht geil aus, Mann. Das sieht geil aus. Ich will jetzt mal so schön stehen, dass der Hintergrund so schön aussieht. Also, Detektivmodus. Also da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Die Evakuierung der Anlage beginnt in T-30 Minuten. Nein. Sie können's raus. Den Teil liebe ich am meisten. Leute einfach überrumpeln. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Hab letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen. Fühl mich nicht allzu gut. Das ist ja blöd. Genau. Die größte Operation überhaupt. Und ich sitze hier bei einer Chemiefabrik rum und versuche. Niemand sieht es. Niemand sieht es. Niemand sieht es. Batman kommt auf dem Weg hierher sein. Vielleicht haben wir etwas Spaß und wir sind's, die ihn umlegen. Hast du Ahnung von Chemie? Ich weiß, die Masken bringen nichts, aber irgendwas muss doch helfen, oder? Okay.
das, das hier? Mhm, okay, gut. Zuerst muss ich die Anlage erkunden. Seht ihr mich nicht, oder wie? So. Ich sollte zuerst das Gebiet sichern. Okay, dann mal. Machen wir das mal schnell hier, oder? So. Ah, jetzt geschafft. Ich kann auf das Terminal zugreifen. So. Nee. Und zwar hier. Genau. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv. Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Okay, wo ist es? Okay. So. Gehen wir da drauf. Kann ich hier nicht rauf? Komm jetzt. Jawohl, geht doch. So. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ich konnte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. So, hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Da. Voila. Und dann hier noch einen, hä? Sind 5 Personen. Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Hoffen wir. Hoffen wir das Beste, ja. Also. So, jetzt können wir wahrscheinlich hier ungestört. Hoffe ich, bitte. So, geht doch. Komm nur her. Okay, wo sind die? Nein. Ah.
war cool, Mann. Das war cool. Die Waffen kann ich nicht aufnehmen. Nein, Batman tötet nicht so. Stufenaufstieg, jawohl. 7 Punkte habe ich. Cool. Ah, oh, ich habe die noch vergessen. So. So. 4 Punkte noch, dann können wir Kampf. So. So. Und drei Kehle bewaffnet. Dürfen wir nicht. Haben Befehl, ihn am Leben zu lassen. Wieso? Wer weiß. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Selbst den Abzug betätigen. Ich muss zuerst das Tor öffnen. Dann hole ich das Auto. Wir sollten ihn wohl nicht umbringen. Okay, zuerst das Tor öffnen. Ist dieses Tor hier gemeint, oder? Mir egal, ob sie funktionieren oder nicht. Mit einer Gasmaske fühle ich mich sicherer. So. Das ist so knapp hier, hä? Hast du den Ausschlag im internen Router bemerkt? Keine Sorge, dass ich... Alles bewaffnet, die Leute hier. Okay, es hat also endlich begonnen. Phase 1 geht los! Ja, Gott sei Dank. Ich hab fast Mitleid mit den Jungs, die wochenlang unter den Gärten ist das. Ja, ich jetzt weiß ich, wer du bist. Hört auf, da ist noch eine Überdruckspitze. Jemand soll den Druck ablassen. Gruppe 5, ich sehe eine Spitze bei eurer Position. Öffnet die Ventile und flutet das Kühlsystem. Bin ich hier nicht runter? Ja, Sir. Oh, shit, komm. So. Oh. Gut. Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Sie aufhalten. Hör zu, ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. So. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Ja, ich will noch... Ah, ich wollte hier noch eins geben, damit ich anschauen kann, ob es hier in die geheime Sachen gibt. Wir haben im Innenhof einen Diamond. Stationiert, Sir, den machen wir kalt. Was für ein naiver Optimismus. Ein 60mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Ich muss das Auto erst hierher bringen. Ja, okay. Bevor ich sie nutzen kann. Wie habe ich jetzt... Ah, so. Eben dachte ich mir schon, wieso geht das nicht, verdammt nochmal. Ich kann hier einfach die Straße biegen. Wie geil ist das denn bitte? Wow. Shit. Oh shit. So.
geil, Mann. Ich liebe diesen Sator. Er kam durch den Panzer durch, genau wie Sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Beschränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Komm. Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Würgegriff habt. Wow. Und jetzt? Eine Schuhe für nix. Okay, jetzt ist nur die Frage, wie kommt... Ah, hoffentlich bin ich hier gekommen, aber... Dann muss ich hier... Ja, wie komme ich denn hier nach oben? Jetzt nicht weiterkommen. So, ich glaube, das liegt daran, dass ich hier noch was aktivieren muss. Oder? Ah, hier, genau. Oder? Nein. Ah, danke. Die Fledermaus! Oh, das habe ich voll vergessen. Oh. Wow! Wow! Was war das bitte? Oh shit. Wow. Ey, nicht so hastig. So. Oh. So, la. Das ist gut. Perfekt. Oh shit. Oh shit, wie geil, Mann. Sir, die Panzer sind wirkungslos gegen das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Hat keine Zeit verschwendet. Ne, ist der klar, oder? Oh Gott, er hat die Panzer zerstört. Hey, kein Sorge. Ja, ja, ich schaff das schon. Tanja. Wow. Das war cool, Mann. Shit. Also. Gut, die haben wir auch erledigt. Jetzt können wir hier irgendwo aktivieren. Aber was?
Hier kann ich was tun. So. Das Gas ist giftig. Ich muss es abstellen. Ja, und wo stehe ich das? Mit dem Batmobil kann ich dieses Rohr zerstören. So. Come on, come on, come on, come on, come on. Jawohl. So. Hier haben wir was? Hier? Ja, genau. Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Hier haben wir nichts. Nada. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast, also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. So. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Das kann gut möglich sein, ja? So. Sie haben erledigt. Haben wir sonst noch was? Die Blase hier muss ich noch kaputt machen. Das kann ich wahrscheinlich nur mit dem Auto, oder? Ah, eben. Jetzt muss ich das Batmobil. Komm. Voila. Das Problem gelöst hier. Das ist der dritte Tote. Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Wenn ich den Arbeiter erreichen will, muss ich den Aufzug irgendwie bewegen. An alle Bodeneinheiten! Founders Island ist unter Kontrolle! Wachtürme und Checkpoints sind voll betriebsfähig! Ich will Kampfeinheiten auf mir gar nicht sehen! Eine Drohne in jeder einzelnen Seitengasse! Irgendwie in Bewegung bringen, aber... Batman, erklär mir bitte wie. Ja, aber nicht da. Was kann ich hier tun? Bin ich von hier gekommen? Ja, von hier bin ich gekommen. Okay, gut. Ja, ich könnte das eigentlich auch... Das ist nicht nur Hauptschicken. Genau, das wollte ich. Okay. So.
Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Okay, zwei Stunden. So. Okay, das heißt, jetzt muss ich hier einsteigen. Einsteigen. So, und wieder mit dem Batmobil. Keine gute Idee, den Aufzug fallen zu lassen, wenn ich drin bin. Was soll ich jetzt tun? Einfach loslassen, oder wie? Jetzt bin ich gespannt, wie es da unten aussieht. Wenn ich den Arbeiter erreichen will, muss ich irgendwie in den Aufzug kommen. Oh, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich die Geschichte. So. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Einsteigen. Das heißt, jetzt muss ich hier rein und dann Batmobil. Oh Mann, einsteigen, Kopf. So. Ich werde euch alle töten, ihr Schweine! Dieser Neidtyp taucht einfach so auf und baut diese Armee auf. Ich meine, dann muss er reicher sein als Bruce Wayne. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Es ist nicht das Geld. Jeder Super-Schurke hier spielt bei diesem Ding mit. Sogar die Zustände der Leute. Kann man hier sehen. Ja, und jetzt? So, ich werde jetzt alle einzeln abschlachten bis zum geht nicht mehr, damit ich diesen Typ hier lebendig befreien kann. Koste es, was es wolle. So, ich werde das ausschalten. Sehr gut macht er das, Batman. Sehr gut. So, Stufenaufstieg, machen wir das noch kurz. Nein, 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 jetzt haben wir. Tuck, tuck, tuck. Batmobil Waffen. So. Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben.
Sie haben Trucks herbeigeschafft. Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die ganze Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchzieht und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich werde ihn aufhalten, aber erst bringe ich Sie hier raus. Gehen Sie zum Fahrstuhl. So. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich. Oh Gott, wir stecken hier unten fest. Der Lift ist der einzige Weg hier raus und der ist Schrott. Ja, da kann ich dir weiterhelfen, mein Freund. Hm? So geil, Mann. Okay, schnell ins Auto mit dir. Schnell. Alfred. Hab ich gesehen, Sir. Erst ist kein Zeichen nahe, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, du Held! Sieh mir doch mal, ob du mithalten kannst! Das gibt's hier nicht. Nicht. Okay, entkommst mir nicht, du Kleiner. Komm schon, biete mir einen richtigen Kampf. Okay, das ist nicht gut. Du hast dein Biss noch nicht verloren. Gut, das macht die Sache doch sehr viel interessanter. Was ist los? Der Angriffshubschrauber unmöglich ohne das Band. Oh shit. Oh man. Geschossen. Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Doch dann würdest du dich nur zurücknehmen. Ja. Oh shit. Oh shit. Komm her. Wow. Du hast doch nicht gewonnen. Heute Nacht bezahlst du für alles. Master Bruce, die ganze Stadt ist voller Milizpanzer. Gotham wurde überrannt. Wenn ich Scarecrows Bombe nicht entschärfe, wird es keine Stadt mehr zu retten geben. Krass, Mann. Wodurch? Hier. Und hier kann ich nicht durch. Dann machen wir hier durch, bitte. So, ich würde mal sagen, wir
ich mach mal hier am besten mal eine kleine Pause. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Teilt es, kommentiert es, abonniert mich. Und ich freue mich auf den nächsten Part. Ciao zusammen! Geh weg!